Explain Brain. Meinungsfreiheit von Harald Martenstein. Meinungsfreiheit ist die Grundlage jeder Demokratie. Es kann niemals eine Demokratie geben, ohne das Recht zu sagen, zu schreiben oder auch zu singen, was man denkt. Wenn ich meine Regierung nicht öffentlich kritisieren darf, lebe ich in einer Diktatur. In modernen Diktaturen werden Kritiker nicht mehr unbedingt ins Gefängnis gesteckt. Vielleicht verlieren sie ihren Job oder müssen das Land verlassen oder man wirft ihnen einfach irgendeinen konstruierten Gesetzesverstoß vor. Der chinesische Staat wollte den kritischen Künstler Ai Weiwei elegant zum Schweigen bringen und hat ihm deshalb einfach vorgeworfen, Steuern zu hinterziehen. Dass Meinungsfreiheit ein Grundrecht ist, bestreitet heute eigentlich niemand mehr. Zumindest nicht offen. Deshalb steht sogar in den Verfassungen von Diktaturen meist das Recht auf Meinungsfreiheit. Es wäre einfach zu peinlich, wenn in der Verfassung steht, bei uns darf man nur sagen, was der Regierung gefällt. Um zu wissen, ob in einem Land Meinungsfreiheit herrscht, darf man sich also nicht nur die Gesetze dieses Landes anschauen. Man muss beobachten, wie sie dort mit kritischen Leuten umgehen und welche Möglichkeiten der Einzelne hat, von seinen Rechten auch Gebrauch zu machen. Ich finde etwas gut. Ich finde etwas schlecht. Aus bestimmten Gründen. Und ich behalte es nicht für mich. Das heißt Meinungsfreiheit. Sie gilt nicht nur in der Politik. Eine Meinung kann der Mensch ja zu allem Möglichen haben. Zu einem Film, zu einem Videospiel, über einen Fußballer, über eine Religion, darüber, ob man ruhig Fleisch essen darf oder besser vegetarisch lebt. Zu allem. Das klingt wunderbar einfach. Leider ist das Ganze doch ein bisschen komplizierter. Man stellt sein Fahrrad ab, an einer Stelle, wo es wirklich keinen stört. Jemand taucht auf und verlangt, dass dieses Rad dringend weg muss, sofort, obwohl nirgendwo ein Verbotsschild steht. Nun, man sagt halt einfach nur ehrlich seine Meinung. Du bist voll der Idiot, Alter. Verpiss dich. In diesem Fall kann man sich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen. Warum? Natürlich, weil man den Mann beleidigt hat. Falls er klagt, gewinnt er vor Gericht. Es gab mal einen bis heute berühmten Prozess gegen einen Journalisten, der in einer Buchkritik geschrieben hat, dass der Buchautor steindumm sei. Der Journalist wurde verurteilt. Wenn er geschrieben hätte, das Buch sei steindumm, wäre er wahrscheinlich damit durchgekommen. Bücher sind keine Personen und können sich nicht beleidigt fühlen. Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht, das jedem Menschen allein aufgrund seines Menschseins zusteht. Fast jedes Menschenrecht kann einem anderen Menschenrecht in die Quere kommen. In diesem Fall sind es das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht, sich nicht beleidigen zu lassen. Jede Freiheit hat Grenzen. Ein Bäcker darf nicht öffentlich sagen, das Brot bei der Konkurrenz gegenüber schmeckt nach Seife. Das ist unfair und verboten, auch wenn er wirklich dieser Meinung ist. Leider ist es nicht immer ganz klar, was von der Meinungsfreiheit noch gerade so erlaubt wird und was nicht mehr. Deshalb haben die Gerichte gut zu tun. Besonders knifflig ist es immer mit der Religion. Vor einiger Zeit hat ein Magazin auf seinem Titelbild den Papst mit bepinkeltem Hemd gezeigt. Eine Fotomontage. Das ist als Beleidigung verboten worden. Verboten ist es in Deutschland auch, den Massenmord der Nazis an den Juden einfach abzustreiten und zu sagen, das hat es meiner Meinung nach nie gegeben. Warum? Zum Beispiel, weil es immer noch einige Überlebende dieses Verbrechens gibt. Menschen, die so viel mitgemacht haben, müssen sich hinterher nicht auch noch als Lügner beschimpfen lassen. Wer in seiner Kritik sachlich bleibt, ist eigentlich immer auf der sicheren Seite. Wer wirklich wütend ist, kann einen kleinen juristischen Trick anwenden. Statt zu sagen, du bist dumm, sollte man besser die Formulierung wählen, das, was du sagst, ist dumm.